Es ist der Albtraum schlechthin. Entsetzen auf der Station A4 im Saale-Hanse-Klinikum Wismar. Ein Patient hat im Zimmer A416 heimlich geraucht und ist dabei eingeschlafen. Die Folge: dramatische Szenen und ein Großeinsatz der Feuerwehr am späten Nachmittag. Denn durch die Zigarette wurde die Bettwäsche entzündet. Der Patient wurde zudem nach kurzer Zeit bewusstlos. Zwei flüchtende Patienten sind im Treppenhaus zusammengestoßen und die Treppe heruntergefallen. Dabei haben sie sich schwer verletzt. Gott sei Dank ist das hier nur eine Übung, eine unter Echtzeitbedingungen, wie sie aber natürlich jederzeit entstehen kann. Nicht einmal das Personal der betreffenden Station hat Bescheid gewusst. Denn alles soll so echt wie möglich aussehen, so auch die folgende Szene. Was wie ein Oscar-reifer Film aussieht, ist Gott sei Dank eben nur eine Übung. Eine, die im Notfall Leben retten kann.